Gleich mit dem letzten Satz haben Sie den Kern Ihres eigenen Problems beschrieben. Sie haben das Gesetz von oben nach unten gedacht, was ja aus einer Klimaschutzsicht auch richtig ist, zu sagen, wir müssen den Wärmemarkt von Carbon befreien, sonst funktioniert der Kampf gegen den Klimawandel nicht. Da sind wir auf derselben Seite. Aber Sie haben ihn eben nicht aus Sicht des Verbrauchers genannt. Und also ich kriege das ja ein bisschen in mein privates Umfeld hinein, dass die Leute völlig verzweifelt sagen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das liegt daran, dass sie das Förderkonzept noch nicht haben. Das muss natürlich unbedingt gleichzeitig kommuniziert werden. Und sagen, ich will was von dir, lieber Bürger, und das ist das, was du dann kriegst. Und wenn ich das nicht gleichzeitig kommuniziere, sie sind halt nicht fertig damit, aber sie schreiben schon einen Gesetzes, der ist ja nicht nur geleakt Das worden, der Förderkonzept ist Gesetzestext. auch drin. Ja, aber Sie wissen ganz genau, was ich meine. Zweitens, ich bin völlig bei Herrn Friedrichs, wenn wir sollten ganz dringend ein Gebäudeheizungsregister bauen, sonst wird das mit der kommunalen Wärmeplanung viel zu lange dauern. Wir müssen noch mal auf digitale Lösungen, auch auf digitale Anträge umsteigen, und wir müssen Ja, den aber Sie wissen Bürgern. ganz genau, dass das 100 Jahre dauert. Also da ist die Klimaneutralität schon lange erreicht. Das stimmt nicht. Wir haben mit der Corona-Warn-App, das hat jetzt immer ein halbes Jahr gedauert, fand immer noch zu lange hier mit dem Studenten. Nee, aber natürlich gibt es digitale Instrumente, oder ich will Ihnen andersrum sagen, alles andere, was Sie nicht digital machen, wird auf jeden Fall noch länger dauern, wenn Sie praktisch alle 20 Millionen Haushalte müssen Sie ja fördertechnisch und so angucken. Also das heißt, wenn das nicht digital machen, weiß ich gar nicht, wie lange diese Verfahren alle dauern sollen, wo die Leute in den Behörden überhaupt herkommen sollen. Also lange Rede, kurzer Sinn, man hätte das ganze Ding konzeptionell aus Sicht des Bürgers aufbauen müssen, auch eine 1-zu-1-Kommunikation mit dem Bürger aufgreifen und nicht anfangen mit der abstrakten Regel, die ehrlich gesagt draußen keiner versteht. Und da drin, das wissen Sie auch, das mit Ihrer Technologieoffenheit ist ja nur die halbe Wahrheit. Ja, ich darf ein Fernwärmenetz mit Kohle treiben, aber wenn das ein Neubaugebiet ist, darf ich da keine Bioenergie reinmachen. Da gibt es eine ganze Reihe von Inkonsistenzen, wo man davor steht und denkt, wieso, warum ist das so? Also lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte das Ding von unten angefangen aufzubauen und nicht von oben. Denn Sie sind ja so überrascht. Ich bin nicht so überrascht, dass das Debakel gibt. Und das ist ganz schlimm, weil das Ding jetzt in einen Erfolgskanal noch umzubauen, das wird aber hübsch schwierig.